Leute und willkommen zu einer neuen Runde Minecraft Bad Wars mit mir, dem Torben. Wir spielen auf der Map Kingdom, Größe 2x12. Und ja, ohne Facecam heute, tut mir leid, weil es ist schon... What the fuck, hier geht direkt auf dem Nuke-Dings, nicht Nuke. Ja, wie heißt die? Wie heißen die nochmal? Ich weiß es nicht. Notblöcken, glaube ich. Geht schon direkt die Party ab. Einer left ist auch schon geleaved. Ich geleftet. Geleftet gibt es nicht. Ich weiß nicht, warum ich das manchmal dazu neige, das zu sagen. Ohne Facecam, weil es schon erst 10 vor 9 ist und ich gerade erst aufgestanden bin, um euch dieses Video hier, aufzunehmen, das heute um 14 Uhr kommen soll. Und ja, deswegen ohne Facecam. Weil sonst seht ihr, wie ich so direkt nach dem Aufstehen aussehen würde. Das will ich nicht. Weil ich habe halt nur nichts gemacht. Ich war noch nicht duschen, ich habe noch nicht Haare gemacht. Ich habe nichts gemacht. Mann, Alter, kann ich jetzt mal aufhören, da die ganze Zeit drauf rumzuzimmern, ey? Ich zerstört mir jetzt. So. Bitteschön. Viel Spaß. Spielkind, ey. So. Let's go on. Ich habe eine Dandelion bei mir. Das ist mein Glücksbringer. Oh oh. Fuck. Die haben die erste Limit. Welches Risk? Oh. Tschüss. Tschüss. Meins. Hehe. Erstmal schreiben. Meins. Ja, echt lustig, Torben. Wirklich witzig. Da haben jetzt echt schon viele Menschen drüber gelacht. Mann, armselig, ey. So, let's get ready to rush their bed. Okay. Oh nein, der Chicken Man. Der fickt uns. Der Chicken Man, Alter, der hat die bessere Hitbox. Da, fuck. Ich wusste es, ey. Er hat uns dick ausgeteilt, weil er die bessere Hitbox hatte. Aber ich habe den Chicken Man auch noch getötet. Ease. Leute, ease. Nichts anderes wollte ich. Ich wollte gar nicht deren Bad rushen. So was Primitives. Der ist bei mir. Da bin ich glücklich. Ja, wir machen das jetzt hier einfach ganz locker, spielen wir das. Wir haben zwar schon einen Spieler weniger, aber gut, dafür haben wir jetzt auch die Mitte, ne? Der Spitze. Ne, das ist echt gut. Ich hoffe, die passen noch auf die Mitte auf. Wow, lol! Das wird Zeit für eine, Alter, das wird Zeit für eine richtig epische Zeitlupe, ey. Ohne Witz. Der hat sich einfach fürs Team geopfert. Holy shit, Digga. Holy shit. Komm, teilt ihm aus da bitte. Boah, Junge, Junge, Junge. Alter. Da muss ich jetzt halt, das ist ein Muss. Wie er da einfach runtergejumpt ist, richtig Kamikaze und den einen auch noch getroffen hat, Alter. Time für Slow Motion, wenn ich es nicht vergesse. Das sah richtig fett aus, ey. Boah, geil. Schon wieder eine gute Szene im Video, ey. So gefällt mir das doch. Danach suche ich doch die ganze Zeit, meine Freunde. Ah, die Schattenbestie da noch das Spiel verlassen. Weißt du, wir sind sogar ganz gut dran. Und dann lieben die alle. Wow, diese Hitbox-Vorteil. Achso, er hat einen Bogen. Unser Mady. Nice, das heißt, es ist Zeit vorzurücken. Ne, Chicken Master. Chicken Man. Ja, gut, das war's von dir, Chicken Man. Wie du willst, dann leiste halt keinen Widerstand, sondern jump einfach down. Nein, es hat nicht funktioniert. Aua.
Ich weiß nicht, was ich da gerade veranstaltet habe. Ich habe es einfach mal versucht. Ich weiß nicht, was in meinem Kopf gerade abgegangen ist, als ich da gebaut habe, aber irgendwie dachte ich, okay, du musst jetzt einfach Blöcke setzen. Leider war er ein bisschen besser equipped und nur Blöcke setzen hat da nicht so viel gebracht. Aber ich habe eine Idee, was wir jetzt machen. Ich habe eine Idee. Ah, jetzt ist die ganze Bronze natürlich weg. Das ist schade, weil für meine Idee brauche ich ein bisschen Bronze. Ein bisschen Blöcke hier. Zack. Ja, das sollte aber genügen. Ach, guck mal an, hier nehmen wir uns so was mit. Wenn man schon mal die Chance dazu hat. Und dann geht's los. Wir bauen uns jetzt nämlich von oben, von der Mitte, von dem rechten Baum. Wir müssen den rechten nehmen, zu deren Base. Und dann mal sehen. Ist das wieder der Kamikaze-Typ? Ne, das ist einer, der soft den Weg dahin baut. Soft, soft. Okay, wir nehmen diese Golddinger hier mit. Natürlich. Natürlich tun wir das. Obwohl, es ist eigentlich gar nicht so praktisch, jetzt noch einen zweiten Weg zu bauen. Weil dann können die auch noch über den zweiten Weg in die Mitte rushen. Und das will ich ja gar nicht. Das will ich ja gar nicht. Weil wir haben da solche Typen, die schön den ersten Weg bewachen. Und jetzt einen Kamikaze-Man, der gleich sterben wird. Ja, okay, er hat viele mit sich in den Tod gerissen. Aber am Ende ist er auch gestorben. Schade eigentlich. Der hätte es doch verdient gehabt, weiterzuleben. So. Alles klaro. Okay, komm. Ich will auch so viele mit in den Tod reißen. Los geht's. Oh, oh, Alarm. Ne, so nicht. Zack. Nein, der Chicken Master, Alter, das ist meine Nemesis, ey. Ohne Witz, das gibt's ja gar nicht. Okay, egal. Egal, egal, egal. Dann halt nicht. Der Chicken Master wurde danach... Also anscheinend brauchen wir doch einen zweiten Weg, meine ich mit, dann halt nicht. Weil über den ersten kommt man ja nicht, weil die bewachen den genauso gut, wie wir den bewachen, sodass die nicht in die Mitte kommen. Habt ihr diesen Redefluss gesehen, Alter? Der war crazy. Crazy as fuck. Ich bin müde, Leute. Ich glaube, das merkt man auch. Es tut mir leid. Morgen gibt es wieder eine frische, freshe Folge heute Mittag aufgenommen. Ja, yep. Die wird fresher. So, aber wenn uns schon mal die Möglichkeit offen liegt, uns ein wenig zu equippen mit dem Gold, was in der Mitte ist, ich meine, warum sollten wir die nicht auch in Betracht ziehen? 11 haben wir schon mal. Was finden wir hier noch so? Ich hätte gerne einen Bogen und das beste Schwert. Also 19. Ich glaube, da ist das schon drin. Perfekto, Leute. Wo ich so ein 20. noch lieber so zum Sichergehen hätte, damit ich nicht nochmal zurück muss. Ha, da ist ja ein Traum. 22 haben wir sogar. Das ist prima. Prima, Donner, Girl. Warum sterben die denn da alle, die Blauen? What the fuck, was geht denn bei denen? Hat da wieder einer so einen Tower bis in den... Alter, lol. What? Hat da wieder einer so einen Tower bis in den Himmel, bis zum Mond gebaut? Dann war es das gleich für die. Wenn die jetzt keiner mehr rettet. Oh, 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 oh. That's not good, my friends. Ich glaube, das war es gleich für die. Also, ich vermute, einfach mal zu 400%, dass es so ein Tower ist, weil warum die sollten die Jans alle so oft sterben? Das verstehe ich nicht. Leute, erklärt's mir. Ich brauche Rüstung. Echt wirklich jetzt. Jetzt. Ich brauche jetzt wirklich Rüstung. Tut mir leid. Ich musste das klappen. Ich meine, Lederrüstung hätte ich mir auch noch kaufen können, aber ich brauche echt andere Rüstung. Von wegen hier. So, komm. Dann gib mir halt nur die zweitbeste. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Immerhin Protection 2 oder Protection 1 oder was auch immer. Immerhin Protection da drauf. So. So eine Idioten. So eine Deutsch. Ja, die haben einen Tower gebaut. 100%. Die sterben einfach durchgehend, Alter. Hang Lumo. Der
Japse. Ich wollte Chinesisch sagen, aber Japse hört sich schöner an. Ja, das sollte jetzt kein Problem sein. Wir sind vor der Crypt. Die haben so einen Tower bis zum Mond. Die werden keinen mehr in der Base haben. Ja, da ist der Tower. I knew it. Yes. I'm so prima donna. Ach, die springen alle immer auf den Baum und versuchen dann lebendig da runter zu kommen. Klug, klug. Nur das Problem ist, dass wir hier unten sind, in euer Zuhause. Ja, komm. Ja, du willst deine Base noch schön machen, gleich bleibt dir nichts mehr davon übrig. So, ich baue das Bett ab. Ist gar kein Problem. Habe ich alles schon einstudiert hier. In meinen tiefsten Plänen. Ach so, ja. Prügel dich mal mit dem. So. Na, also, bitte was? Dann versuche ich mir halt die Kills zu schnappen. Okay. Ich werde mir die Kills holen. Oh Mann, jetzt sind hier so viele von uns, ey. Und wo sind die ganzen Blau? Hä? Ich verstehe das Spiel nicht. Ach ja, stimmt ja. Ach, Menno. Okay, einer. Na? Na, tricky. Ja, ganz schön knapp dran hier. Am zweiten. Am zweiten Kill. Oh, der hat. War kein One-Hit. Zweiter. Alles klar. So, mindestens hier schon mal. Oh, da ist der dritte. Komm. Nein! Fast hätte ich ihm den noch abgestaubt, ey. Sind die anderen noch da oben drauf? Hab ich den jetzt? Nein, ich wollte schon sagen. Gut. Ja, GG, hier komm. Los geht's. Ja, wer so einen Tower baut, ne, der muss sich nicht wundern, Leute. Aber egal. War eine schöne Runde, hoffe ich mal. Wer hat den Turm gebaut? Ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es wieder heißt Let's Play Bedwars. Und wenn es euch gefallen hat, lasst so eine positive Wertung da. Abonniert, um nichts mehr zu verpassen. Haut da rein und ciao.